Vereinigungen berühmter Namen gab es in der Automobilgeschichte immer wieder. Rolls und Royce, Mercedes und Benz sind gängige Beispiele dafür. Weniger bekannt ist das Produkt des Zusammenschlusses von Jensen und Healey. Das blaue Blut des britischen Sportwagens gesellte sich zum damals neuesten Stand automobiler Ingenieurskunst. Präsentiert wurde der Jensen Healey der Öffentlichkeit erstmals 1972. Vorangegangen war die Suche des US-Importeurs Whale nach einem neuen Volumenmodell anstelle des auslaufenden Austin Healey Modells, dessen Karosserien bisher als Auftragsarbeit im Jensen Motors Werk in West Bromwich gebaut wurden. Whale sah seine Chance. Warum nicht selbst bauen, selbst vermarkten und die Fahrzeuge selbst verkaufen? Auf der Suche nach dem passenden Motor kam Quayle mit Lotus-Boss Colin Chapman ins Geschäft. Nach einigen Startschwierigkeiten, die den Jensen Healey Mark I mit dem Ruf der Unzuverlässigkeit belegten, startete man 1973 nochmals durch mit der überarbeiteten Mark II-Version. Die Karosserieform erinnert an der Front stark an die Verwandtschaft zu Lotus. Keinerlei Chrom oder Holz zierten das Interieur der Mark I-Fahrzeuge. Als Motor kam ein Lotus 907 Vierzylindermotor mit 1973 Kubik zum Einsatz. Zwei obenliegende Nockenwellen mit 16 Ventilen. Das drehfreudige und leistungsstarke Aggregat bringt den Sportler leicht auf eine Höchstgeschwindigkeit von 190 km pro Stunde. Die ab 1974 erhältliche Mark II-Version erhielt größere Stoßfänger, die den amerikanischen Sicherheitsauflagen angepasst wurden. Und der Innenraum wurde nun mit Holzapplikationen verschönert. Nach Jensens Standard war der Jensen Healey ein Massenprodukt. Erst einen Monat vor Produktionsende des Mark I gab es die Möglichkeit, schwarzes Vinyl zu ordern. Ab 1973 konnte extra ein Hardtop bestellt werden. Variationen gab es sonst außer in der Farbgebung keine. In Deutschland ist der zweisitzige Sportwagen mit seinem einfachen Stoffverdeck und der reduzierten Innenausstattung eine Seltenheit. Nur 29 der insgesamt 11.014 hergestellten Jensen Healeys wurden nach Deutschland, weitere 55 Exemplare in die Schweiz verkauft.